Das Telefon klingelt und da steht Cam auf dem Display. Ich wollte Campino nicht unter Campino abspeichern, damit niemand mein Handy klauen, meinen Daumen abschneiden, Campino anrufen und sagen könnte, ey, ich habe gerade ein Handy geklaut und ich wollte dich mal anrufen. Schamhaare wie diese, ödi, 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 tschüss. Sowas will ja nun wirklich keiner. Außerdem habe ich einen wunderbaren Freund aus Kanada, der Cameron heißt und den wir auch alle Cam nennen. Oder wir nennen ihn Cameron Diaz, das kommt auch immer riesig an. Und dann muss ich immer an den denken, wenn Campino anruft und ich finde es schön, an alte, weite Freunde zu denken. Ich weiß, dass man eigentlich weit entfernte Freunde schreiben sollte, aber ich finde es so noch stimmiger. Weite Freunde, weil es ja eben nicht die Kilometer sind, die unsere Freundschaft bestimmen, sondern die Weite zwischen Berlin und Winnipeg, die das Grundstück unserer Freundschaft markiert. Das Telefon klingelt und im Treppenhaus roch es nach frisch gebrühtem Kaffee. Das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Das Telefon klingelt und auf dem Display steht Cam und ich gehe einfach nicht ran. Nach all den Jahren ist es irgendwie immer noch zu viel, dass dieser Typ etwas von mir will. Und manchmal möchte ich, dass sich das nie ändert. Dabei gibt es eigentlich keinen Grund, da nicht ranzugehen. Er ist freundlich und zuvorkommend. Seine Stimme klingt genauso, wie er singt. Als ich mal große Schwierigkeiten hatte, meine Texte zu schreiben, hat er mir immer wieder seine Hilfe angeboten. Er erzählte von seinem Sohn und wohin er demnächst wieder fährt und dass ich mal mitkommen soll. Und dann sage ich, ich fahre nicht in den Urlaub, ich finde in den Urlaub fahren stressig. Und dann lacht er schon wieder, als ob man ein altes Auto zum letzten Mal versucht zu starten. Und er verabschiedet einen immer mit, auf bald, mein Lieber. Und zwar so, dass man das glaubt. Wie schon gesagt, das Telefon klingelt, Campino ruft an, mein Herz schlägt schneller und ich lasse das Telefon, wie man so schön sagt, ausklingeln. Dann mache ich mir einen Kaffee, rauche unerlaubterweise eine Zigarette in der Küche und dann gibt das Telefon schon dieses Zeichen, dass jemand auf die Mailbox gequasselt hat. Hölle. Ich rufe dann mal zurück. Geht ja nicht anders. Campino, Aloha, mein Lieber, hast du die Mailbox abgehört? Ich, ja. Worum geht's? Campino, Bob Geldof hat mich angerufen. Wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika machen die in England eine neue Version von dem Band-Aid-Song. Der Plan ist, dass die das in England machen, die Franzosen machen das in Frankreich und wir machen das in, Nates, wo machen wir das? Richtig, in Deutschland. Und zwar jedes Land in seiner eigenen Sprache. Ich, das ist eine gute Idee. Campino, ja, ich weiß nicht so recht, aber ich habe mir gedacht, Tobi Kuhn macht die Musik mit Vincent und du, Materia, Sebastian Wehlings und ich schreiben den Text zusammen. Ob das so eine gute Idee ist, halt es mir noch durch den Kopf, als ich mich schon sagen höre, geil, das machen wir. Da darf man nicht dumm sein, wenn sich einem eine einmal im Leben Gelegenheit bietet. Dann sollte man das zumindest schnallen. Ich habe eine Prämisse in meinem Leben und glauben Sie mir, mein Leben ist nicht gerade prämissenreich.